Hallo, große Gefühle, das will man doch sehen im Fernsehen. Habe ich nicht so viel bei mir in der Sendung, aber hier in mir drin, in meinem kleinen Körper, habe ich viele Gefühle und die müssen da raus. Es gibt so schöne Sendungen, die ich mir gerne angucke und dann sitze ich da alleine auf der Couch und mir laufen die Tränen das Gesicht runter. Vermisst zum Beispiel oder bitte melde dich, das gucke ich gerne. Gefühlsshows liefern wahre Emotionen. Sie gehen ans Herz und sind echte Quotenhits. Hier werden Familien vereint und glücklich gemacht. Das will ich auch in meiner Sendung. Das Problem ist, dass das natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Man muss da irgendwo nach Südamerika, muss dann da rumrennen, muss da irgendwelche Leute anquatschen. Da kann man doch auch einfach irgendwen nehmen und den bei irgendwem abgeben. Ein bisschen kitschige Musik drunter und fertig. Bitte melde dich nicht. So heißt mein neues Format mit ebenso großen Gefühlen wie bei den Konkurrenzveranstaltungen. Wie das Vorbild, bitte melde dich, soll meine Show richtig emotional werden. Dafür will ich ebenfalls Menschen vereinen, allerdings nicht mit verschollenen Verwandten, sondern mit irgendjemandem. Das hier, das ist Dietmar. Ne? Hallo. Ja, hallo. So, du bist jetzt aber nicht Dietmar, sondern du bist, weiß ich auch nicht, Igor. Du bist Weißrusse jetzt. Da. Ja? Minjasa Wut Igor. Das klingt doch gut. Igor wird zwar von niemandem vermisst, aber hier wird es schon irgendwen geben, der sich über ihn freuen wird. Zeit für große Gefühle. Ja, oha. Keine Angst, keine Angst. Sind Sie Herr Peters? Ja, das bin ich. Ich habe was für Sie. Kommen Sie bitte mal zu mir. Herr Peters, ja. Ich habe es geschafft. Heute ist der Tag, an den Sie sich noch lange erinnern werden. Hier ist aus Weißrussland Ihr verloren gegangener Onkel Igor. Herzlich willkommen. Igor, wer ist Igor? Schauen Sie mal hier. Das da, das ist Ihr Vater und das ist Igor. Aha. Ja? Den extra hierher gekommen? Nee, das nicht. Ist ja auch lange her, dass Sie sich das letzte Mal gesehen haben. Aber das ist er, das ist der Echte. Spricht leider nicht so gut Deutsch. Ja, sehr gut. Ne, Igor, viel Spaß, Herr Peters. Jetzt ja. Ist es soweit, endlich. Die Familie ist wieder vereint. Igor ist wieder da. Über 0 Jahre hat Herr Peters darauf gewartet. Pure Freude. Doch meine Mission ist noch nicht zu Ende. Ich weiß, das ist mit unserer Truppe hier ein bisschen schwierig, aber wir wollen vorher nicht unnötig viel Aufsehen erregen. Unerwarteter Besuch aus Übersee wird hier schon bald irgendjemanden sehr glücklich machen. Okay, warte mal. Könnt ihr euch hier verstecken? Eine emotionale Überraschung. Alles klar. Ja, bitte? Sagen Sie mir ganz kurz Ihren Namen. Bayer. Herr Bayer, genau. Herr Bayer, wir haben eine Überraschung für Sie. Wir haben... Haben Sie starke Nerven, Herr Bayer? Eher weniger. Würden Sie einmal hier zu mir nach vorne kommen, damit ich Ihnen die Überraschung auch richtig überreichen kann? Herr Bayer? Es ist soweit. Sie sehen jetzt nach über 30 Jahren Ihren Bruder Rodrigo aus Brasilien wieder. Und hier ist er! Ja, da hat die noch ein Geschenk mitgebracht, das ist Sand aus Manaus. Aha. Ja? Sie wissen doch Bescheid über Ihren Bruder Rodrigo, ne? Nee, überhaupt nicht. Wie? Hat Ihnen das niemand gesagt? Sie haben einen Bruder in Brasilien. Und da ist er, Rodrigo, drücken Sie ihn doch mal. Endlich. Ein Traum, den Herr Bayer nie hatte, ist in Erfüllung gegangen. Er kann seinen Rodrigo wieder in die Arme schließen. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, ja? Also, machen Sie es gut, ja? So eine schöne Freude, was? Ah ja, Überraschung. Guck mal, wie Sie da stehen, ne? Alles gut! Man kann Brüder trennen, aber das emotionale Band, das sie verbindet, ist unteilbar. Nach all der Zeit haben sich die beiden viel zu erzählen. Deswegen wird Rodrigo insgesamt 14 Wochen bei Herrn Bayer verbringen. Unterdessen will ich noch mehr Menschen glücklich machen. Mit Hilfe unseres Praktikanten. Finn, ne? Heute ist dein letzter Tag, ne? Und dann musst du ja irgendwo ein neues Zuhause finden, ne? Das heißt, du musst jetzt mal so tun, als wärst du aus Finnland. Ja. Ja, okay, ja. Schon bald wird unser Praktikant irgendjemanden, den er bislang nicht schmerzlich vermisst hat, in die Arme schließen. Finn, kannst du dich noch mal bitte verstecken? Du musst ja wie in diesem Film, musst du da so. Ich hol dich dann, du bist ja die Überraschung. Gott.
Schönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Häufer Umlauf. Und Sie sind der Herr? Meierrein. Ja, Herr Meierrein. Ach, Ihre Frau ist auch da. Ja. Ich habe für Sie beide eine kleine Überraschung. Wenn Sie einmal so nett wären und vielleicht zu mir kommen, dann kann ich Ihnen die Überraschung vielleicht noch ein bisschen besser präsentieren. Wir haben tatsächlich was ganz Besonderes für Sie herausgefunden. Mhm. Und möchten Sie jetzt in die Situation bringen, jemanden Ihnen vorzustellen. Er ist aus Finnland. Aha. Er war lange auf der Suche. Wir haben ihm geholfen. Ihr Enkel aus Finnland. Ein Enkel. Ich. Hier ist Ihr Enkel. Bitte schön. So. Ja, hi. Eigentlich weiß ich das nicht, dass ich einen Enkel habe. Deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert, was ihr hier macht hier mit uns. Ach so. Wir sind da also mit Sicherheit nicht hier, Großeltern. Okay, das ist jetzt ja auch blöd, ne? Ja, ja. Das ist. Ehrlicherweise ist das für uns jetzt auch für die Sendung total blöd. Wären Sie denn bereit, also zu tun, als wäre das. Also, wir werden jetzt mal auf die schnelle Großeltern. Also nur halt mal für eine halbe Stunde dann. Oh, ja. Machen wir eine halbe Stunde, ja. Großeltern. Gehen Sie noch mal rein und dann machen wir das noch mal. Also gut, dann machen der wir. Junge, da kommt er her, hier, da ist er ja endlich. Wie heißt mein Enkel? Sagen wir mal Ben. Helgason. Nee. Helgason. Helgason. Okay, Helgason. Alles klar, so machen wir. Heute bei Bitte melde dich nicht. Ich habe dem jungen Helgason geholfen, seine Großeltern zu finden, die er schon seit einer Ewigkeit vermisst. Dafür hat er eigens seine finnische Heimat verlassen und ist nach Deutschland gereist. Hier wollen wir Sie überraschen. Schönen guten Tag, Herr Meierei. Ja? Ich habe eine Überraschung für Sie. Ist Ihre Frau auch zu Hause? Jutta? Komm. Und zwar haben wir, jetzt halten Sie sich fest, hier ist aus Finnland. Das erste Mal sehen Sie ihn als erwachsene Person. Ihr Enkel Helgason. Helgason! 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 Das ist eine Freude. Mann, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Wo hast du die dann für Zeit? Wie kommt er denn hierher? Wir haben ihn gefunden. Er war auf der Suche nach ihm. Ja! So sieht echte Freude aus. Oma und Opa können ihren Helgason jetzt wieder drücken. Ein emotionales Happy End. Und sehen Sie nächste Woche bei Bitte melde dich nicht. Helgason zieht bei seinen Großeltern ein. Für immer. Jetzt.